Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Mein letztes Küchenvideo ist schon viel zu lange her und deswegen habe ich mir gedacht, es wird mal wieder Zeit für ein neues. Deswegen Küche, Pia, Pias Küchenstube. Viel Spaß! Das, was ich heute mit euch zusammen kochen bzw. eher backen möchte, ist eigentlich was, was man zum Frühstück ganz gut essen kann, aber auch so zwischendurch zum Mitnehmen. Und zwar ist es Low Carb, kein Mehl, kein weißes Mehl und kein ungesundes Mehl. Ja, so kann man das sagen, Low Carb. Und zwar handelt es sich dabei um Himbeer-Protein-Muffins. Was braucht man für Himbeer-Protein-Muffins? Das seht ihr jetzt. 300 Gramm Magerquark. Ich habe hier noch einen angebrochenen, den möchte ich nicht wegschmeißen, deswegen habe ich hier einen geschlossenen und den Rest, das sind eh nur 250, von daher ist das egal. 5 Esslöffel gemahlene Mandeln, 4 Esslöffel Eiweißpulver Vanillegeschmack, 120 Gramm Tiefkühl-Himbeeren, 1 bis 2 Esslöffel Bourbon-Vanillepulver, je nach Geschmack Streusüße oder Agavendicksaft zum Süßen, eine Muffinform, Fett zum Einölen der Muffinform, eine Küchenwaage, eine Schüssel und ein Mixer. So, ihr Lieben, jetzt wisst ihr, was wir alles brauchen. Jetzt fangen wir mal an. Himbeer-Protein-Muffins. Mmm, lecker, lecker, lecker. Als allererstes nehmt ihr die Himbeeren aus dem Tiefkühler, wiegt ab 120 Gramm und lasst diese an- oder auftauen. In der Zwischenzeit, meine sind jetzt schon ein bisschen länger draußen, Waage nehmen, Schüssel nehmen, Mixer einstecken in den Strom und dann fangen wir an. Zuerst kommt nämlich 300 Gramm Quark zusammen mit den 2 Eiern in eine Schüssel. 215, 280. Geil, ich bin halt einfach so schlecht beim Abmessen. 300! Da haben wir es doch. Dazu geben wir jetzt 2 Eier. Ich nehme eigentlich immer handelsübliche Bio-Eier. Größe M. Ich glaube aber, das hier ist Größe L. Macht aber auch nichts. Ich finde ja rohe Eier so richtig ekelhaft, ne? Eier, Quark. Und das wird jetzt erstmal cremig geschlagen. Stellt den Mixer nicht direkt auf die höchste Stufe, sonst saut ihr euch die Klamotten zu. Ich bin nämlich ein Kandidat, der das sehr gut kann. So sieht das dann ungefähr aus. Das ist jetzt Ei cremig geschlagen mit dem Magerquark. Als nächstes kommt da rein 5 Esslöffel gemahlene Mandeln. 1, 2, 3, 4, 5. 4 Esslöffel von dem Eiweißpulver mit Vanillegeschmack. 1, 2, 3, 4. Und die gemahlene Vanille. Das wird jetzt wieder zusammen gemixt. Jetzt packe ich da von dem Agavendicksaft das rein. Ihr könnt auch Streusüße nehmen oder Stevia und dann halt so nach Belieben oder nach Gutdünken würzen, sag ich schon, süßen. So. Stellt den Mixer nicht direkt auf die höchste Stufe, sonst saut ihr euch die Klamotten zu. Auf die Klamotte. So sieht das Ganze dann aus. Mir ist es auf jeden Fall süß genug. Ich bin jetzt auch nicht so Fan von extrem süß, zumindest nicht bei Kuchen und so. Ja, der Teig ist schon fertig. So einfach ist das. Jetzt kann man im Grunde genommen die Himbeeren, die ja aufgetaut sind, einfach da rein. Das sieht voll ekelig aus. Aber ich mag Himbeeren voll gerne. Und das Ganze jetzt miteinander vermischen. Zack, zack, zack. Fertig ist der Muffinteig. Als nächstes, was man beim Backen ja ganz oft macht oder machen sollte, einfetten. Geil, ich backe fast nie, aber irgendwie so, ich habe eigentlich gar nicht so viel, gar nicht so wenig an Sachen zum Backen. Jetzt nehme ich das Kokosöl und fette das hier ein, also die Muffinform. Ihr könnt natürlich auch ganz normale Margarine nehmen oder sowas, keine Ahnung. Ich ernähre mich zwar nicht vegan, aber ich versuche darauf zu achten, dass ich wenig tierische Produkte nehme einfach.
Und es schmeckt halt auch echt ganz geil mit so Kokosöl. Kokosöl ist jetzt auch nicht so mega billig, aber es gibt es eigentlich in jedem Biomarkt und so weiter. Aber es schmeckt echt erstens ganz lecker und zweitens hält das echt lange. Also 8 brauchen wir bestimmt. 7, 7, 7, 8. Achso, in der Zwischenzeit, das habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen, heizt der Ofen vor schon. Und zwar Ober-Unterhitze, 160 Grad. So, und jetzt fülle ich den Muffinteig in die Schälchen hier. Oder Formen. Das Geile ist ja, ich kann eigentlich echt nicht backen. Ich bin auch kein Fan vom Backen. Ich koche sehr gerne, aber Backen ist irgendwie nicht so meins. Aber meine liebe Freundin Christina, mit der ich hier auch schon ein, zwei Videos gedreht habe, die kann so richtig geil backen. Irgendwann muss ich mir das von der auch nochmal sagen. Aber die hat auch voll die Muße dazu. Die macht das voll gerne. Und setzt sich dann halt auch mal hin und backt den ganzen Nachmittag. Ich nehme euch mal wieder hoch, sonst kriege ich Rückenschmerzen. Und backt halt die ganze Zeit und findet das alles voll geil. Und irgendwie ist das ihr Ding. Aber diese Muffins finde ich zum Beispiel auch ganz cool, weil auch für einen Backmuffel wie mich sind die zügig zuzubereiten. Dann sind die total easy zuzubereiten. Das finde ich ja auch beim Backen immer total geil. Weil mich nervt das dann immer so Teig ausrollen, ausstechen, so ein Kram halt. So. Teig ist so gut wie ausgekratzt, Muffins sind vorbereitet und das Ganze geht jetzt für 25 bis 30 Minuten ungefähr bei 160 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen und dann gucken wir mal, ob das lecker geworden ist. Für mich ist immer alles auf der mittleren Schiene, natürlich auf der mittleren Schiene. So, ihr Lieben, die halbe Stunde ist um. Gucken wir doch noch mal. Da sind die leckeren Muffins. So. Das Ding ist bei diesen Quark-Muffins jetzt, die gehen zwar auf, aber die sacken auch wieder ein bisschen in sich zusammen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich will sie ja nicht jetzt gleich essen, sondern morgen früh. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt bei dieser Masse, die ich jetzt gemacht habe, sind so 8 Muffins rausgekommen. Wenn man die natürlich nicht alle direkt an einem Tag essen möchte, sondern über mehrere Tage verteilt, ist auch kein Problem. Die halten sich so 3-4 Tage, halten die sich auf jeden Fall im Kühlschrank, aber dann aufbewahren. Ich dachte, die muss man da so rausnehmen. Ja, ein paar gehen zumindest raus. Cool! Man hat ja beim Backen ganz oft dann zum Abkühlen auch so Gitter, wo dann der Kuchen draufkommt oder sowas. Aber wie schon erwähnt, ich bin ja nicht so der Bäcker, deswegen. So, dann wollen wir die Törtchen doch mal dahin stellen. Also gut aussehen tun sie auf jeden Fall. Das werdet ihr gleich sehen. Tada! Da sind meine fertigen Muffins. Die müssen jetzt nur noch auskühlen. Und dann kann ich sie morgen früh zum Frühstück verspeisen, vorzüglich. Ich freue mich sehr drauf. So, ihr Lieben, wenn euch der ganze Spaß hier gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Probiert das Rezept gerne auch mal aus und schreibt mir eure Erfahrungen, wie es euch geschmeckt hat, wie ihr das so fandet. Ihr könnt halt, wie gesagt, auch da noch ein bisschen, was die Zutaten betrifft, variieren. Normal Zucker nehmen oder Streusüße oder anstatt der gemahlenen Mandeln könnt ihr auch Mehl machen. Also das ist jedem selber überlassen. Aber dann sind sie natürlich kohlenhydrathaltiger. Macht ja auch nichts. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne auch eure Erfahrungen mit diesem Rezept oder mit anderen Sachen in die Kommentare. Ich freue mich darüber, ganz viel von euch zu lesen. Und wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Channel und verpasst ja nichts mehr von diesem ganzen Wahnsinn, den ich hier so treibe. Ich freue mich sehr darüber, euch hier bei mir zu haben. Ganz viel Liebe an euch. Ich drücke euch fest. Bis dann. Tschüssi.